Herzlich willkommen bei Abgecheckt. Manchmal muss man einfach ein bisschen Dampf ablassen. Und wenn gerade kein Sandsack und keine Boxhandschuhe zur Hand sind, ja, dann kann man das natürlich auch virtuell tun. Und falls ihr auch gerade keine PlayStation zur Hand habt, dann geht das mittlerweile zum Glück auch auf dem Smartphone. Und ich muss an dieser Stelle einfach mal eine Lanze für Mobile Games brechen, weil ich immer wieder lese in letzter Zeit, dass Mobile Games keine richtigen Games wären. Vor 3 bis 4 Jahren hätte ich da vielleicht noch zugestimmt, aber mittlerweile gibt es doch viel zu viele coole Titel auch für Smartphone. Und genau deswegen quasi als Beweis kommt jetzt meine Top 3 der besten Prügelspiele auf dem Smartphone. Viel Spaß! Kennt hier irgendjemand noch Super Punch-Out? Ja, gut, dann muss ich euch gar nicht mehr so viel über unseren dritten Platz erzählen. Denn Prize Fight, das ist quasi eine Hommage an Nintendos Arcade-Box-Spiel aus den 90er Jahren. Falls ihr es doch nicht kennt, will ich euch kurz einen Überblick geben. In Prize Fighters schlüpft ihr in die Rolle eines Rookie-Boxers, der sich die Weltrangliste hochprügeln will. Im Grunde ist das Ziel also recht simpel. Einfach 30 Gegner ausschalten und ihr habt's geschafft. Ach so, Moment, die schlagen zurück? Ja gut, dann wird's wohl doch nicht so einfach. Und tatsächlich, so simpel das Gameplay anmuten mag, es bietet jede Menge taktische Komponenten und fordert euch vor allem eins ab, Reaktionsfähigkeit. Ihr bleibt nämlich während des Boxens auf der Stelle stehen und kümmert euch im Grunde nur ums Zuschlagen, Ausweichen und Blocken. Stellt ihr euch gut an, baut ihr dabei Momentum auf und könnt härtere Schläge auf euren Gegner loslassen. Im Idealfall geht der dann K.O. und steht nicht mehr auf. Und natürlich könnt ihr euren Boxer zwischen den Kämpfen mit eurer verdienten Kohle auch individualisieren und seine Fähigkeiten verbessern. Achtet aber gut darauf, welche Fähigkeiten ihr verbessert. Habt ihr zum Beispiel zu wenig Ausdauer, geht euch die Puste im Verlauf der 3 Runden aus und ihr müsst eure Aktionen besser planen. Habt ihr zu wenig Stärke, müsst ihr schon einen wahren Fäustehagel auf den Gegner loslassen, um ihn auf die Bretter zu schicken. Einen kleinen Ingame-Shop für die Münzen gibt es auch, falls ihr es nicht abwarten könnt, aus eurem Boxer einen wahren Mike Tyson zu machen. Ansonsten ist Prize Fighters absolut kostenlos, Werbung gibt's auch keine. Probiert's ruhig mal aus, mir macht's jedenfalls mächtig Spaß. Platz 2 meiner 3 Lieblingsprügelspiele belegt Beat Street. Und nein, damit meine ich natürlich nicht den amerikanischen Breakdance-Film von 1984, sondern dieses Side-Scrolling-Beat'em-up hier. Oder auch Beat'em-all, wie man in der Fachwelt sagt. Beat Street ist nämlich im Vergleich zu Prize Fighters kein Prügelspiel, in dem ihr nur einen einzigen Gegner vor euch habt, sondern gleich ganze Horden und dabei von Stage zu Stage lauft. Genau so, wie es früher in der guten alten Arcade-Zeit eben üblich war. Damals haben die Videospielhelden halt so ihre Probleme gelöst. Einfach die Straße runterlaufen und jedem aufs Maul hauen, der euch entgegenkommt. Ha, gute alte Zeiten. Vielleicht ist ja auch einer von euch mit Spielen wie Streets of Rage, Final Fight oder Double Dragon aufgewachsen? Dann werdet ihr mit Sicherheit Beat Street lieben. Hier wird nicht nur mit Fäusten und Kicks geprügelt, sondern mit so ziemlich allem, was ihr finden könnt. Dabei könnt ihr jede Menge verschiedener Kämpfer freischalten, die allesamt ihre eigenen Kampfstile und Fähigkeiten haben. Und das Beste, es gibt sogar einen 2-Spieler-Online-Koop-Modus. Denn auch von früher wissen wir, zu zweit prügelt es sich viel besser als alleine. Obendrauf gibt's einen echt niedlichen Pixel-Look, Retro-Musik vom Allerfeinsten und sehr viele Stages und Spielmodi. Beat Street ist kostenlos. Allerdings ein Freemium-Spiel durch und durch. Wirklich jede Ecke ist hier durchmonetarisiert. Wenn ihr euch damit anfreunden könnt, dann habt ihr hier eines der besten Side-Scrolling-Beat'em-Ups fürs Handy gefunden. Falls nicht, keine Sorge, Beat Street ist überhaupt nicht Pay-to-Win, sondern eigentlich sogar ziemlich fair gestaltet. Ich mag's ja sehr, wenn Spiele mit wenig Aufwand kreativ werden. Dan the Man schafft das durch die Kombination zweier Genres, nämlich Jump'n'Run bzw. Plattformer und Prügelspiel. Gut, hätte man auch direkt am Namen erkennen können, eigentlich ist es Dan the Man Action-Plattformer. Und das ist es auch, Action auf Plattformen. Also quasi so, als ob ihr Super Mario spielt und statt den Koopas auf den Kopf zu springen, prügelt ihr ihnen die Panzer direkt mit den Fäusten vom Körper. Und dann findet ihr eine Bazooka und pustet Prinzessin Peach auch noch weg. Ja, irgendwie so kann man das Spielgefühl zusammenfassen. Dan the Man hat genau die richtige Abwechslung aus Springen und Prügeln. Immer, wenn mir gerade das Hüpfen zu viel wird, fallen so an die 20 Gegner vom Himmel, denen ich dann in den Arsch treten darf. Das ist super. Waffen gibt's wie gesagt auch und Münzen. Jede Menge Münzen. Von denen kann man entweder einen der 4 spielbaren Charaktere aufwerten oder man investiert die Kohle direkt in die absurden Kostüme seines eigenen Avatars. Sollte euch der offen gesagt ziemlich abgefahrene Story-Modus mal langweilig werden? Kein Problem, es gibt auch noch einen wöchentlichen und einen unendlichen Spielmodus. Ich persönlich würde euch übrigens empfehlen, Dan the Man mit einem Controller für Smartphones zu spielen. Macht gleich doppelt so viel Spaß. Aber die Steuerung geht auch auf dem Smartphone voll klar. Dan the Man kommt im Play Store auf unfassbare 360.000 5-Sterne-Bewertungen, spricht wohl für sich. Es ist ebenfalls kostenlos und hat einen Ingame-Shop, mit dem ihr euch allerhand Boosts, zusätzliche Charaktere und Kapitel im Story-Modus freischalten könnt.
So, jetzt gab's dreimal auf die Fresse. Ich hoffe, da war auch was für euch dabei. An der Stelle würde mich mal eure persönliche Meinung interessieren. Sagt ihr auch, wie so viele andere, dass nur PCler und Konsoleros wahre Gamer sind? Ich persönlich finde ja, dass Spielspaß nicht an eine Plattform gebunden sein muss. Ich kann zum Beispiel auch Brettspiele spielen und bin deswegen ja nicht unbedingt weniger Gamer als die anderen. Oder schreibt mir eure Meinung mal einfach unten in die Kommentare. Ich freue mich da schon sehr auf eure Antworten. Macht's gut!